So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück auf einem fliegenden Schiff. Und tot will nicht springen, aber wir können uns. So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück auf einem fliegenden Schiff. Und tot wollte nicht springen und deswegen fallen wir auch runter. So, hier pendelt alles rundherum und links und nuff und nah und numm und. Jetzt aber! Ah, toll, jetzt dürfen wir hier rüber springen. Okay, das kriegen wir hin. So, bevor wir das Teil ran. So. So, und oh. Fester Boden unter den Füßen. Also, ich habe schon sehr viel Spaß und. Das ist quasi wie eine Kreuzfahrt. Also einfach schön. Oh. Oh, jetzt dürfen wir wieder in luftige Höhen. Oder. Oh, das war knapp. So, jetzt. Bin ich ein bisschen hastig oder warum will uns das Schiff runterschmeißen? Achso. Moment. Einmal hoch und abstoßen. Clever. Solche Jumpen, solche Kletterteile sind echt geil. Also auch hier die Ansicht. Das gefällt mir. Auf einem dünnen Balken. Und wir dürfen. Oh, einmal rüber. Nochmal rüber. Und wow. Also ich hätte da schon mega Angst runter zu fliegen. Tod ist da irgendwie gewohnt. So, wow. Und rüber. Und rüber. Und runter. So, wo ist denn das Ende hier? Ah, tot. Also auf den dünnen Balken habe ich echt Schiss. Okay, doch, wir treffen. So, ist das das Ende hier? Das sieht danach aus. Hier geht's runter. Ja, komm. Fallen da. Tot. Lass los. Mhm. Hoch. Noch mal hoch. Und höher. Und noch höher. Und fallen. So, wo sind wir jetzt? Da unten hat's. Nichts. Aber hier hat es eine Tür. Hallo. Daddy ist zurück. Oh, scheiße. Geister. Kippen vergessen. Muss nochmal gehen. Ewiger Thron. Ach, das ist der ewige Thron. Hier, das Schiff. Mhm. Checken wir mal kurz die Karte ab. Die Weltkarte. Genau, also der ewige Thron ist das Schiff hier. Okay, dann haben wir hier noch die goldene Arena in der. Ach, doch, wobei, also, groß ist das Gebiet echt nicht mehr. Schmiedelande ist, glaube ich, doppelt so groß wie das hier. Na, dann werden wir ja nicht so viele Parts hier verbringen, oder? Sagte er. Okay, ihr Geister, muss ich euch jetzt alle besiegen? Wer bist du denn? Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Kanzler? Wir sind Freiberufler. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Okay, stell dich aber erstmal vor, wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Boah, du bist ja fast so viel ausgerüstet wie wir. Wie viele Schwerter hängen da? 4 Stück und ein Dolch. Krass. Und noch eins auf dem Rücken. Nicht auf dem Rücken. Eins in der Schulter. Oh, und da ist sogar noch so eine. Der hat eins eine Klingenspitze noch in seinem Arm. Oh, geil. Bei dir können wir trainieren. Gut, dann machen wir das. Guck mal, wir kaufen die Kippsäge. Beeindruckend.
Genau, den Witwenmacher, der ist ganz wichtig. Grabenbrecher, Axttraining, alles. Wir nehmen alles mit. So, aha, aha, ja, 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 jo, ja, ja, jo. So, und jetzt kriegt man das Achievement. Volles Potenzial. Schalten Sie alle Kampfmoves und Verbesserungen frei. Ne, Draven? Graben. Oh. In Fleisch und Blut. So, habt ihr noch was zu sagen? Nö, ihr seid Statisten. So, dann Kisten zerstören, oder? Ja. So, zack, du auch noch. Bevor wir... Bevor wir da oben zum Kanzler und König gehen, gehen wir erstmal hier runter. Weil die hat ganz, ganz schön viele zerstörbare Sachen. Oh, und ein Heiltrank. Hui, meins. So, Geld, das ist auch meins. Also mit 76.000 Gold haben wir jetzt wirklich alle Verbesserungen für Waffen. Ich habe keine Ahnung, wie die überhaupt gehen, die Kombinationen, aber ist ja egal. Manche sind ja eh Axtkombinationen, das verwenden wir nicht. Und drauf gepfiffen. Oh, was haben wir denn? Warum leuchtet hier denn? Ohne Fährmannsmünze. Unmöglich. Komm, das geht. Tod. Streng dich an. Zack. So, Schlangenfoliant. Oh, Zorntränke. Erstmal alles auf dem Schiff hier kaputt machen. So. Hast du Post für uns? Schauen wir mal. Nö, ist leer. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Darksiders Teil ist. Es gab jedenfalls im Original 2 noch ein Achievement. Da musste man ein Geschenk an einen Freund senden. Man konnte auch, aber glaube auch eins an sich selbst schenken. Also, wenn man keine Freunde hat, dann kriegt man das Achievement, wenn man sich selbst was schenkt. Oh, das ist schön. So, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es hier noch irgendwo einen Steinfissen gab, hier unten. Täuschen mich, haha, meine Erinnerungen, oder versteckt sich da wirklich einer? Oh, und sogar ein Widerstandssteinbissen. So, du widerstandiger Typ, der zweite von 10. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ups. Dann können wir ja jetzt unbesorgt weitergehen zum König. Lala. So, hallo, eine Audienz bitte. Hallo? Eine... Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Och, Manu. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Der sieht aus wie der Imperator aus Star Wars. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Oh. Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Na, das ist ja Service. Was ist denn jetzt? Erzähl mir was mit... Ich möchte mit dem König sprechen, Mann. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen. Türsteher. Erzähl mir was über Argul, der Euer tote König ist nicht der König. Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul.
Zu verrückt, um ihn auf den Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Achidna. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Vielleicht erfahren wir ja im Darksiders 3 mehr über das Reich der Spinnen. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Sei in der Arena vorsichtig. Sollte dir etwas passieren? Genau. Wir kriegen noch das Achievement der Fürst der Knochen. Also schaffen sie der Fürst der Knochen auch Story Achievement. Bin ich mir nicht sicher, ob ganz ich easy. Und wir kriegen noch einen Fähigkeitenpunkt. Ha, den verwenden wir doch gleich. Wir haben rote Erntegans. Todesschild. Welches Level haben wir jetzt? 13. Das da wäre ein guter Buff. Reapersturm. Graserei. Blitze. Ah, der Schaden ist lächerlich. Schadensreflexion. Todsmagische Fähigkeit brauchen wir auch nicht. Kritische Magietreffer. Das ist auch voll unwichtig. Krähensturm verursacht 9 Schadenspunkte, ganz ehrlich. Nee. Warum ist denn hier alles so schwach? Unaufhaltsam. Kritischer Treffer. Mehr Schaden. Komm, wir machen mal alles von der Ernte. Machen wir erst den kritischen Treffer. Wenn wir den auf 25 bringen, würde uns das schon einiges erleichtern. Dann auf zur Arena. Zur goldenen, die gar nicht golden ist, aber trotzdem so heißt. Ja, to the Arena. Boden kaputt, jetzt muss man erstmal drüber klettern. Sag mal deinem König, der muss hier Sanierungsarbeiten an seinem Schiffle machen. So, oh, und fallen lassen. So. Ah, die Schlangen sehen aber auch voll knuffig aus. Gell, ihr seid knuffig. Ja, warum habt ihr hier so ein Lachloch? Ihr haucht euch gegenseitig an. Mann, voll eklig. Boah, sind die riesig, ey. Wie hier die Arme raushängen. Wie geht's euch? Gut. Oh, da haben wir Ostegot. Ostegot, hast du was zu sagen? Nö, nicht unbedingt. Und hier haben wir noch eine Seite vom Buch der Toten. Die nehmen wir auch mit. Okay, Ostegot, wir reden mal mit dir. Was gibt's? Ich habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Mann, warum bist du jetzt schon wieder hier? Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Meinst du die Schlangenlöcher? Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Was haben wir denn hier für tolle Stiefelchen? So viele grüne Werte, sieht verlockend aus. Kritischer Magieschaden, sieht nicht verlockend. Gesundheit bei Exekutieren, 276. Aber dafür keine Exekutionschance und damit schenkt sich das eigentlich auch. Kraft, aber kein Widerstand, gar nichts Gescheites. Viel Verteidigung, einiges an Kraft, nicht viel Widerstand. Brutaler Faustschild des Eises. Gesundheit bei kritischer Treffer. Viel Schaden. Stärkebonus.
glaube, ich will wieder auf schnelle Waffen gehen. Oh, die brutalen Sensen können wir uns eh nicht leisten. Aber der Preis ist bereit. Gesundheit pro Kill, das ist auch schön. Durchschlagschaden. Ne, komm, wir kaufen den brutalen Vorschild des Eises. Ich mag ihn. Falsches Menü. Brutaler Faustschild des Eises. Ja, Stärkebonus, scheiß mal drauf. Jetzt geht der Schaden ein bisschen runter, aber dafür kriegen wir Eisschaden und das ist auch was Schönes. So, zack, ausgerüstet. Und den Ronholdhammer können wir bei Gelegenheit Gesundheit bei kritischer Treffer. Mehr Schaden. Oh, aber das hat 74 Verteidigung. Krass. Moment. Was ist unser normaler Verteidigungswert? 410. Was ist unser Widerstandswert? 253. Magie haben wir ziemlich reingeschissen, aber das brauchen wir echt. Ich weiß gar nicht, wofür wir Magie brauchen. Kommt das jetzt für den Krähenschaden oder was? Nee, das finde ich. Also, ich finde Magie ist in dem Spiel echt nicht so sinnvoll. Da gehe ich lieber direkt in den Nahkampf mit Tod. So, goldene Arena. Aha, vergiss es. Nicht mit uns, den nehmen wir mit. Das war gerade eher Zufall, dass ich den gesehen habe. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. So, oh, immer weiter runter. So. Jetzt geht's nochmal weiter runter. Oder auch nicht. Was haben wir denn bei nochmal weiter runter? Immer erst ganz tief gehen. So. Ganz viele Treppenstufen. Ganz viele kaputte Treppenstufen. Und Endstation. Mhm. So, was ist denn hier? Ah. Das ist quasi eine Abkürzung. Also ihr erinnert euch an das Tor vom Klamm des Leviathan? Das ist es jetzt. Fühlt ihr euch alt? Nee. Jetzt können wir ganz normal mit vom Klamm des Leviathan hier wieder zurückreisen. Komm, wir gucken mal in den restlichen 3 Minuten vom Part das an. Oder auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns am Eingang der Arena. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hänsel Peter. Ciao.